Moin, mein Name ist Nico der Profi und das ist Teil 3 von meinem ARK Anfänger Guide. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr euren ersten Flugdino zähmen könnt. Wenn du zur ARK und zur ARK Extinction nichts mehr verpassen willst, kannst du auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Aber fangen wir an mit dem Video. Und zwar zeige ich euch erstmal, was wir denn brauchen, um so einen Petri, also unseren ersten Flugdino, zu zähmen. Und zwar ist es folgendes. Wir brauchen Fleisch. Damit wir ihn zähmen können, ist ein Fleischfresser. Wir brauchen wieder unsere Steinschleuder und dazugehörige Steine und Bonas. Natürlich könnt ihr ab einem höheren Level auch dann auf Pfeil und Bogen zurückgreifen. In unserem Levelbereich reicht aber noch eine Steinschleuder aus. Und dazu sei gesagt, ich zähme das Tier ja nur, um es kurz zu zeigen, wie es funktioniert und nicht um damit rumzufliegen. Das heißt, ich würde euch auch generell empfehlen, wenn ihr euch den ersten Petri zähmt, ein Tier zu nehmen, was einen höheren Level hat, damit ihr auch einfach einen größeren Nutzen davon habt. Und nochmal ein kleiner Nachtrag an der Stelle, wir brauchen diesmal auch Narkosemittel oder Narcoberries. Bei dem Tier ist es das erste Mal, dass wir diese auch brauchen. Nochmal eben kurz eingesteckt, nicht vergessen an dieser Stelle, aber wenn ihr eh im Dodo-Dex nachschaut, habt ihr das auch ohnehin gesehen. So, wir haben unser Objekt vor uns und zwar ist es hier ein Level 4 Petri. Einmal mit der Bola abschmeißen, genau wie beim Parasaurus. Und dann schön mit der Steinschleuder auf dem Kopf. Zwei sollten da ausreichen, damit er fällt. Und er fällt. Dodo-Dex hatte recht. Und jetzt gehen wir wieder ran, schmeißen unser Fleisch einmal in den jungen Herrn rein. Und auch das Narkosemittel. Und dann achten wir mal ein bisschen drauf, wie die Bewusstlosigkeitsleiste runtergeht und ob wir Narkosemittel hinterher drücken müssen. So, die Bewusstlosigkeit ist jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ich drücke jetzt einfach mal ein bisschen Narkosemittel rein. Wie gesagt, einmal aktiv mit E verfüttern. Ihr könnt natürlich auch statt Fleisch Prime Meat nehmen und so weiter. Das seht ihr aber auch alles im Dodo-Dex. Und natürlich auch Kibbel, was ich ja im Video vorher angesprochen habe. Weshalb ihr euch ja die Dodos zähmen sollt. Ich habe jetzt allerdings in dem Spielstand noch keinen Kibbel, deswegen benutze ich jetzt einfach hier Fleisch. So, und das war es auch schon. Wie jedes Mal heißt es, nettet hier heute YouTube. Und das war's soweit. Also Petri zähmen ist tatsächlich, was macht denn eigentlich der Bronto da? Ist egal. Petri zähmen tatsächlich ist auch kein Hexenwerk, genau wie auch schon die anderen Dinos. Ist relativ leicht. Stellt man sich vielleicht am Anfang ein bisschen schwieriger vor, habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Aber wie gesagt, einmal wegbodern, einmal auf den Kopf ballern oder zweimal und später dann auch mit dem entsprechenden Pfeil mit Narkosemittel ist es auch kein Problem, die zu legen. Ich lasse den mal einmal kurz hier landen und dann zeige ich euch mal ganz kurz Folgendes. Natürlich könnt ihr diesen hier auch wieder leveln und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, den auf Ausdauer zu leveln. Die geht relativ schnell weg, er ist auch relativ schnell tatsächlich und ihr wollt natürlich auch ein bisschen die Map erkunden mit dem Dino und dementsprechend Ausdauer und Gewicht, weil er kann relativ wenig tragen. Gewicht und Ausdauer ist da auf jeden Fall ganz wichtig und wenn ihr fliegt, achtet immer darauf, dass ihr genug Ausdauer habt. Nicht, dass ihr auf einmal über dem Sumpf seid und dann auf einmal runtergehen müsst, weil wenn ihr keine Ausdauer mehr habt, dann werdet ihr auf jeden Fall runtergehen an dem Punkt, wo ihr euch gerade befindet. Das ist dem Petri relativ egal, wo das ist. Das ist nicht gut, so können wir ganz schnell Dinos auch verloren gehen. Das würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen. So, ich habe den Petri jetzt nochmal ein bisschen ausgestattet mit einem Sattel und zeige euch das Ganze nochmal. Also wie gesagt, wir haben hier wieder ein Inventar und können hier auch wieder leveln. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Ausdauer. Gewicht geht noch klar mit dem, was wir dabei haben. Und dann können wir hier rumfliegen und dann sehen wir oben rechts auch wieder die Anzeige. Und wie ihr schon sehen könnt, geht die Ausdaueranzeige relativ schnell leer. Ich demonstriere das einmal kurz, was ich meine, was passiert, wenn ihr die Ausdauer komplett leer laufen lasst. Dann würde ich euch auf jeden Fall immer empfehlen, darauf zu achten, dass ihr rechtzeitig zwischenlandet und einfach immer die Ausdauer im Auge habt. Jetzt ist einfach Folgendes. Jetzt sinken wir einfach runter und wir haben überhaupt keine Kontrolle mehr über den Vogel. Nichts machen, außer ins Verderben zu steuern. Wir haben jetzt hier das große Glück, dass wir natürlich am Strand sind und hier nichts passiert. Wenn das aber über dem Sumpf passiert oder über dem Meer, ist das relativ schlecht. Zum Meer kann ich auch noch was sagen. Und zwar ist das so, wenn ihr zu nah am Wasser fliegt, kann es passieren, dass euch der Vogel abwirft. So wie jetzt zum Beispiel. Also wir waren schon sehr nah dran. Mit Magentavis geht das ein bisschen schneller. Aber das ist auch nicht so gut. Also wenn ihr mitten irgendwo auf dem Wasser seid und dann runtergeht, werdet ihr auf jeden Fall runtergeschmissen. Und ich möchte nicht unbedingt hier im Meer rumschwimmen, ohne dass ich irgendwas dabei habe, was mich beschützt. Ansonsten könnt ihr natürlich mit der linken Maustaste angreifen. Und wenn ihr fliegt, könnt ihr mit C auch in der Luft noch Folgendes machen. Und zwar diese Fassrolle. Damit könnt ihr auch angreifen. Oder sie einfach machen, weil es cool aussieht.
Und was auch geht, ist folgendes: Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier unten einen Dodo habt, könnt ihr mit der rechten Maustaste zugreifen und dann habt ihr den Dodo und könnt den hin und her fliegen. Das Ganze geht auch mit Menschen, da müsst ihr aber aufpassen, wenn ihr auf einem PvE-Server seid, dass das überhaupt aktiviert ist, weil so kann man natürlich auch jemandem schaden im PvE und ihr müsst darauf achten, dass die Leute nicht zu schwer sind, dann sonst bleibt ihr einfach am Boden kleben und es geht gar nichts mehr. Das ist aber soweit der Petri. Mehr kann ich da aktuell nicht zu sagen. Wie gesagt, relativ leicht den aufzubekommen. Also, das war's von mir mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Wenn ihr irgendwelche anderen Vorschläge habt noch für Videoideen, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde gucken, ob ich da was zu machen kann, ob ich da genug Ahnung von habe. Wenn nicht, werde ich es natürlich sein lassen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Über ein Abo würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao.